Man kann sich an der eigenen Nase fassen, wenn man so blöd ist wie ich. Aber wenn man mit einer Firma, ja, mit einer Firma, mit dieser Firma Ismayr, über 20 Jahre lang im Geschäftskontakt steht, da komme ich doch gar nicht auf die Idee, dass das lauter Verbrecher sind. Lauter Mafiosi. Lauter Mafiosi. Ich habe bei der Firma Ismayr alle 5 Jahre einen neuen PKW gekauft und habe ihn bar bezahlt. Da komme ich doch nicht auf die Idee, dass das ein Al Capone ist. Hey, das war doch nicht meine Idee mit dem Leasingvertrag. Das war doch die Idee von der Firma Ismayr, dass ich diesen Leasingvertrag unterschreiben soll. Und ich, Idiot, unterschreibe diesen Leasingvertrag. Und seit dieser Zeit kann ich der Firma Ismayr 437 Mark und 80 Pfennig in den Arsch stopfen. Ja, sicher bin ich hingegangen. Ich habe ja nur zu ihm gesagt, sag ich, Winfried, weil ich depp du mit diesem Kerl. Sag ich noch, mit diesem Leasingvertrag, da haben wir doch einen Fehler gemacht. Wissen Sie, was der Kerl mir sagt? Wissen Sie, was dieser Kerl mir sagt, dieser Kretin?